Narzissus incarnus. Wie eine Zierblume mag das Gewächs auf den ersten Blick anmuten, doch die rosarote Blüte täuscht über das hinweg, was über die Schönheit hinaus noch in den Blättern der graubehaarten Zistrose Cistus incarnus verborgen liegt. Der positive Einfluss ihrer Inhaltsstoffe auf den Menschen ist vermutlich bereits seit dem 4. Jahrhundert vor Christus bekannt. Und auch die griechische Mythologie erzählt sich eine Geschichte über das Kraut. So soll es bei der Festlegung seiner Wirkung im Olymp Streit gegeben haben. Die Götter beanspruchten die robuste Pflanze als Heilkraut für Kriegsverletzte, während die Göttinnen sie wegen ihrer zartrosa Blüte als Schönheitspflege nutzen wollten. Doch man konnte sich einigen, das Gewächs sollte von nun an sowohl heilen als auch verschönern. Cistus incarnus ist also eine Pflanze mit langer Tradition, die jedoch bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat. In den letzten Jahren sind vor allem Medizin und Ernährungswissenschaften auf das Kraut aufmerksam geworden. So zum Beispiel Frau Dr. Finzel, Lehrende an der Universität Hamburg und Autorin eines Buches über Cistus incarnus. Nicht nur mich persönlich fasziniert Cistus incarnus oder die graubehaarte Zistrose, wie sie auch genannt wird, sondern wissenschaftliche Gremien, so denn auch eine Gesellschaft, die sich mit dem traditionell europäischen Pflanzengut befasst, nämlich die Herbahistorica. Herbahistorica hat 1999 Cistus incarnus tauricus zu der Pflanze Europas 1999 gewählt. Der Grund dafür ist die einzigartige Wirkung von Cistus incarnus, nämlich auf Viren, Bakterien und Pilzen. Nun stellt sich die Frage, was in Cistus incarnus denn diese Triade an Wirksamkeit bewirken kann. Und man fand heraus, dass es der außergewöhnlich hohe Gehalt an Polyphenolen ist. Polyphenole, Pflanzeninhaltsstoffe, die zu der Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe gehören. Das Geheimnis des Erfolgs von Cistus incarnus sind also die sogenannten Polyphenole. Darunter versteht man sekundäre Pflanzenstoffe, die in fast allen Gewächsen in unterschiedlicher Konzentration vorkommen. Zum Beispiel sind sie für die Blütenfarbe und das Geruchs- und Geschmacksaroma von Blumen und Sträuchern verantwortlich. Für das Überleben der Pflanze sind sie darum von enormer Bedeutung, denn auf der einen Seite bieten sie Schutz vor Fraßfeinden, auf der anderen Seite locken sie über Farbe und Geruch Insekten für die Bestäubung an. Doch welchen Einfluss haben Polyphenole auf den Menschen? Mediziner Falk Goddard, Arzt und ebenfalls Buchautor, erklärt dies so. Polyphenole sind hochwirksame Antioxidantien. Durch Umweltbelastungen wie zum Beispiel Strahlung, Medikamente, Giftstoffe entstehen im Körper sogenannte freie Radikale. Diese freien Radikale können Körperzellen angreifen und tragen so zur Entstehung von Krankheiten und zur vorzeitigen Alterung bei. Die Polyphenole können diese freien Radikale unschädlich machen und sind deshalb so wichtig für uns. Einige Wissenschaftler bezeichnen die Polyphenole sogar als die Vitamine des 21. Die Heimat des Cistus incarnus ist der europäische Mittelmeerraum. An trockenen, kargen Hängen trotzen die ausschließlich wild wachsenden Sträucher allen widrigen Umständen und werden dort zwischen April und Juni geerntet. Getrocknet, gesäubert, geschnitten und verpackt gelangt ein Teil des Pflanzenschnitts als Teekraut auf den Markt, der nicht nur gut schmeckt, sondern gleichzeitig Mund- und Rachenraum pflegt. Können seine zentralen Inhaltsstoffe so in konzentrierter Dosis eingenommen werden. In welcher Form auch immer, als Nahrungsergänzung entfaltet Cistus incarnus in jedem Fall seinen positiven Einfluss auf die körpereigene Immunabwehr. Und wenn diese gut funktioniert, ist dies die beste Vorsorge vor Krankheitserregern, wie zum Beispiel Viren und Bakterien.